sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier unsere Umgebung direkt schon vollends eingenommen haben. Hier wird zum Beispiel gerade noch der Wasserturm leer gepumpt. Ich würde ihn ja einfach flott machen, ja, und hier quasi als Dauerwasserquelle nutzen. Aber gut, vielleicht ist der auch nicht mehr so lecker. Du weißt es ja nicht. Medizinisches Zelt, das können wir aber noch nicht machen. Haben wir jetzt irgendwie noch was, was wir hier... wir können einen Bretterpfad machen, selber einen Funkturm bauen. Was haben wir hier? Ein Medium, also wir könnten einen Fisherman, könnten wir vielleicht eines Tages aufrüsten. Oder die Sammlerhütte. Noch mehr Essen. Wie schaut es mit dem Essen aus? Wir sind plus minus null. Ich mache die Sammelhütte erstmal. Eine Wasserreiniger. Brauchen wir aber Rubble dazu, um das zu machen. Und das haben wir gerade nicht mehr. Aber mehr Essen ist besser als weniger Essen. Das ist eine alte Weisheit. Und da gibt es hier eine Sammelhütte. Dann machen wir mal hier eine und hier eine hin. So, dann haben die jeweils zwei. Dann kriegen die vielleicht ein bisschen mehr zum Schnabulieren rein. Hier hinten kommen schon die ersten 100 oder die gesamt 150 Müll an. Boah, so Boote vielleicht. Also ich weiß halt nicht, ob es Boote in dem Spiel tatsächlich gibt. Ist ja auch mein erster Run. Ich entdecke ja das mit euch gerade gemeinsam so ein bisschen. Aber der baut auf jeden Fall hier wie ein Weltmeister. Ich weiß gar nicht, können wir hier hinten auch vielleicht nochmal so eine Müllsammelstation hinbauen? Ja, tatsächlich, hier geht noch eine. Lass uns das mal machen. Wir sollten so viel Müll wie irgend möglich sammeln, ja. Weil ist ja bestes Baumaterial. Der alte Autoreifen, der dient halt auch noch als schöner, als schönes gemütliches Sofa, ne? Ja, jetzt kommen ganz viele Nachrichten. Okay, wir haben nichts, keinen Platz mehr für Essen. Ein Arbeiter wird in der Sorting Hut untergebracht sein. Und wir haben Wasser, das ist voll. Und okay, alles klar. Dann lass uns jetzt mal noch die letzten Wohnräume hier fertig ziehen. Dann haben wir das auch noch. So, die können eben nicht abtanken. Das ist für mich völlig in Ordnung. Jetzt haben wir super viele Bauaufträge, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Das ist jetzt erstmal so eine ganz große wilde Nummer. Da müssen wir jetzt erstmal reingehen. Ja, da müssen wir jetzt erstmal reingehen. Das ist aber auch fein. Unsere Leute können das bestimmt schaffen. Wir haben auch mittlerweile, wenn wir jetzt so voll mit Essen sind, können wir auch ein bisschen rückspeichern mit dem etwas nicht so geilen Essen. Und wir hätten ja noch die Möglichkeit, hier hinten zum Beispiel krass auf Fischer aufzubauen. Also ich glaube, hier ist auch noch was frei. Müssen wir mal gucken. Das kann man ja irgendwann demolieren, auch das Zeug, was hier so angeschwemmt ist. Da müssen wir mal gucken, ob wir da mal aufräumen gehen. Aber im Moment brauchen wir das noch nicht. Ja, hier ist ja auch noch Stuff ohne Ende. Hier ist irgendwie eine Straße, kann das sein? Da kommen wir auch hin. Lass uns mal darüber gehen. Da ist auch irgendwie scheinbar Zeug. Da kann ich auf jeden Fall nicht hin. Wir schicken mal, wir forschen hier gerade. Wir sind die großen Forschungsweltmeister. Unsere Leute gehen alle den Weg hier hinter, glaube ich. Mal gucken, ob die da über rüberfahren. Was ist denn hier? Schaut irgendwie so interessant aus hier, dieser Bereich. Aber es ist einfach wahrscheinlich nur so ein Plastikschlons, ne? Hier sind auf jeden Fall viele Leute gerade unterwegs. Ja, wie gesagt, der macht jetzt nicht ganz... scheint mit einer Produktionsstätte nur zur Hälfte ausgelastet zu sein. Also der hier mit zwei, das läuft besser. Ist aber eigentlich egal. Der produziert halt dann nicht ganz so viel Plastik pro Tag. Aber immerhin steigern wir unseren... nicht Plastikmüll. Steigern wir unseren Müll hier doch weiterhin. Und die Ressource ist ja bei uns dauerknapp. Wir machen aktuell 150 pro Tag. Wenn der da noch steht, kommt, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Und wer weiß, was hier hinten noch finden. Mal gucken. Wie gesagt, jedes bisschen Müll, was wir gerade rausholen, ist auf jeden Fall erstmal gute Baustoffe. Zum Glück haben wir Wasser ohne Ende, wir haben Essen ohne Ende. Das heißt, wir können den Status Quo auch jetzt in aller Ruhe erstmal durchhalten. Und können uns in Ruhe hier jetzt mal unsere Jobs hier abarbeiten. Wie gesagt, da ist ja noch viel zu tun, ne? Also auch hier zum Beispiel, da muss ja auch viel Holz rein. Haben wir jetzt auch nicht mehr ewig viel. Mal gucken.
Oh ja, hier, guck mal. So eine alte Straße. Aus der vergangenen Zeit, meine Lieben. Von früher. Lass uns mal diese... Oh, guck mal, ja, du hast gefunden. Ja, ja, yo, die freuen sich wie Schnitzel. Die sagen sich, yay, guck mal, was ich alles gefunden habe. Warte mal, schick mal gleich hier. Bam. Schick mal gleich mal Leute hin zum Sammeln. Hier werden wir richtig fündig, sag ich euch. Sogar eine alte Straße. Das ist ja ganz grauen Vorzeit. Da brauchen wir Schlüssel dazu. Okay. Dietriche, um genau zu sein. Hier können wir auf jeden Fall die Sammelaktion starten. Hier nicht. Ja gut. Unsere Leute schaffen das schon. Auf jeden Fall kriegen wir allein durch dieses Doppelhaus hier, kriegen wir schon wieder 200 Müll und vor allen Dingen 150 Holz. Und Holz ist ja der Übershit schlechthin. Weil davon haben wir nämlich nicht so viel. Genauso wie vom Müll. Und mit jedem bisschen bauen wir unsere Jobs hier weiterhin ab. Gute Sache für uns. Hier er, mit dem Schlauchboot. Mit dem Schlauchboot. Der Captain auf der Brücke, ey. Mit dem Schlauchboot sind die unterwegs. Da sehe ich ja Lord Mikur ganz weit vorne, ne? Hier so mit dem Schlauchboot. Über dem Fischschwarm kreisend, ja. Schön, schön. Hm, mal schauen. Haben wir noch Forschungspunkte? Nee, ne? Schade. Okay, wir sollen auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir dieses Forschungsgebäude fertig kriegen. Es gibt hier scheinbar keine Priorisierungen von Sachen. Zumindest aktuell nicht. Deswegen mal gucken. Hier ist ein Gebäude. Ja, okay, die haben alle... Die Wasser ist halt voll, ne? Manfred, hallo! Diese Insel ist doch schön für uns, oder? Hier ist viel zu suchen. Aber sind unsere Leute, bis die da sind, das dauert halt eine ganze Weile. Ne? Heute ist 19 Uhr und die kommen gerade erst an. Dann sammeln die halt hier so ein Schlückchen und laufen sofort wieder nach Hause. Aber gut, das soll mir recht sein. Hier ist unsere Grenze von diesem Distrikt scheinbar. Könnte man natürlich noch suchen, ob hier noch irgendwas zum Abgrasen ist. Vor allem eben richtig guter Müll. Ja, es wird als traumhaft einfach. Für 250 Müll könnte man sogar das Haus renovieren. Das wäre ja mal mein Ansatz, weißt du? Das, was noch da ist, dann flott zu machen, bevor man hier so lumpige Tarpzelte baut. Ja. Bevor wir die alle hier in die Zelte gebaut hätten, ja, hier ein paar Planen drauf, wäre doch alles wunderschön. Da hätte sich Cascabera, der wäre ganz vorne dabei gewesen, ja, um hier die Bude flott zu bekommen. Einen wunderschönen guten Abend dir, hi. Ja. Hätten wir die Planen einfach hier oben drauf gelegt, schwuppdiwupp, alles dicht und ab dafür, ne? Also das wäre ja gar kein Problem gewesen. Und hier auch, ne? Da hätte man ein bisschen Farbe dran und dann ist das bewohnbar. Also ich weiß auch nicht. Ja, wenn man den Turm hier quasi ein bisschen klein gehackt hätten, ja, wäre hier ein schönes Dach drauf gekommen. Und schwuppdiwupp wäre das alles wieder flott. Also bevor man in so luftigen Zelten hier wohnt, ich weiß ja nicht, ob das so gesund ist. Hm. Naja. So oder so ähnlich. Meine Lieben, so oder so ähnlich. Okay, wie gesagt, unsere Bauaufträge sind natürlich gerade echt schon sehr viele.
Und das dauert jetzt eine ganze Weile, bis das fertig wird. Aber wenn das dann fertig ist, dann geht's halt richtig rund. Hier hinten wird auch irgendwas gefunden. Ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Hier hätten wir noch was zum Searchen, aber da brauchen wir auch wieder eben diese besonderen Sachen. Area is not reachable. Okay, alles klar. Also hier kommen wir nicht hin. Hier kann man noch viel abgrasen, ne? Hier wird gerade durchsucht noch. Hier gibt es auch wieder Stein ohne Ende. Ja, und hier kommen wir ohne Dietrich nicht rein. Okay, alles klar. Dann, das heißt, da hinten ist, solange wir keine Dietriche bauen können, ist das noch alles relativ irrelevant für uns. So, können wir hier irgendwie... Können wir hier irgendwie was angucken? Hier sind noch Obdachlose. Overworked. Okay, also hier ist der Bereich um die Küchen rum, ist nicht so gut. Die essen irgendwie nicht so besonders gut scheinbar. Okay, also das ist unsere Insel, die wir gerade haben. Und die geht wohl scheinbar bis hier hinter. Es gibt momentan, ist es, also es gibt auch Verbrechen. Das ist aktuell nicht, nicht so ganz ausschweifen. Das ist okay für mich. Also es sind, gilt als nicht existent aktuell. Das ist ja auch interessant, ne? Also das, du kriegst da bei dem Spiel so ein bisschen leichte Frostpunk-Vibes, ne? Also so ein bisschen. Wenn jetzt da noch hier mit der Gesetzgebung, also wenn du eine Gesetzgebung noch fährst, wenn du noch ein bisschen Diplomatie machen kannst, Exploration machen kannst, dann geht das so ein bisschen in die Richtung Frostpunk, ne? So ein ganz kleines bisschen. Und wer weiß, welche Szenarien es da im, fertigen Spiel gibt, können wir uns dann, wie gesagt, am 15. November genauer anschauen. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Eine unerforschte, überschwemmte Fabrik. Hier hinten ist auch nochmal ein zerstörter Wolkenkratzer. Ja, also wie gesagt, hier gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken, glaube ich. Wenn ich mal so angucke, was du hier noch alles erforschen kannst. Schauen, wo wir hinkommen. So. 20 Leute haben wir. Okay. Unruhe haben wir 8 von 100. Mal gucken. Die Leute sind nicht so ganz glücklich mit all dem. Wir machen keinen Einfluss und haben keine Erfahrung. Jo, geil. Der Werbezwerg. Ja, ne, wieso? Es ist ja wichtig zu wissen, wann das rauskommt. Weil ich finde das schon, ich finde das schon relevant. Wir haben es ja gerade erst noch nachgeguckt auf Steam. So. So, hier werden die nächsten Hüttchen gebaut. Sehr gut, dann ist dann mal da auch ein bisschen Baudruck wieder weg. Ja, jetzt sind nur noch 2 Leute obdachlos. Das steigert natürlich auch ein bisschen unseren, unsere Glücklichkeit. Clan-Erfahrung ist noch nicht vorhanden. Ja, dann mal schauen. Mal schauen, wo das hinführt. Wir haben halt momentan keinen Stress, weil wir mit Essen und Wasser quasi sehr gut voran sind. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir es hintun sollen. Die Frage ist, können wir natürlich hier vielleicht upgraden? Oder können wir ein zweites bauen möglicherweise? Ja, wir können auch ein zweites bauen. Na ja, gut, okay, aber das... weiß ich nicht, ob wir das gerade brauchen. Wir warten jetzt erstmal, bis die Jobs durch sind. Das ist wichtig, dass das mal abgearbeitet wird. Und nachdem jetzt auch endlich mal so ein bisschen was fertig wird, ist das auch eine gute Sache für uns. Hier unten bauen wir nichts mehr, das ist fertig. Was ist mit euch? Oh, die Ressourcen hier sind out. Oh. Jetzt die Frage, kann ich den... Ich kann die einstellen. Okay, das ist abgearbeitet. Oh, alles klar. Ich kann jetzt hier 2 zuweisen. Und ihm kann man nur einen geben. Okay, alles klar. Also war das eine ganz wichtige Nummer, das so zu machen. Okay, das wusste ich nicht. Ich wollte einfach nur erweitern. Aber das war scheinbar eine wichtige Sache. Ich nehme an, das füllt sich irgendwie wieder, weil es macht sonst keinen Sinn, weil du kannst es auch nicht abreißen. Wichtig, wichtig, dass wir das gemacht haben. Ey. Hier ist auch Mülle. Warte mal, hat sich hier wieder was...
Hat sich hier wieder Müll gestapelt? Lass mal schon schauen. Bisschen zumindest. Also leicht gibt es hier Zeug. Gut. Okay. So, hier, der macht ja dann Essen. Das ist auch... Noch mehr Essen ist bestimmt gut. Die Musik erinnert mich anders an RimWorld. Ja, die Musik kommt so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Es ist kein... Es ist nicht die... Also die, von der Musik her hast du jetzt keine Frostpunk-Vibes, ne? Das auf keinen Fall. Schön, wie die Leute hier so lang laufen, ne? Kann man die anklicken? Ja, man kann sie anklicken, aber es bringt nichts. Okay. So, hier wären noch 50. Da kommen die 50. Jo, dann wird das nächste Gebäude startklar sein. Dann gibt es erstmal ordentlich Bärchens, ne? Also Pilze eigentlich, ja. Aha, das wird toll. Und hier unten? Da fehlen noch 25. Das kommt bestimmt auch gleich. Nice. Wir haben keine Obdachlosen mehr. Wir haben die Obdachlosigkeit erfolgreich bekämpft, Freunde. Nice. So, nachdem wir jetzt kaum noch Gebäude haben, die in Auftrag sind, also nur noch der da oben und der kriegt jetzt auch schon wieder Ressourcen, haben wir eigentlich einen guten Stand hier erwischt. Das heißt, jetzt produzieren wir auch mal auf Tasche dann, was unseren Müll angeht, damit wir dann uns schöne Müllgebäude bauen können. Manchmal muss man halt auch Glück haben, ne? Leben. So, hier, das ist fertig. Wir haben ein bisschen wenig Arbeitskräfte, habe ich so den Eindruck. Ne? Also hier ist zu wenig, wir haben zu wenig Leute gerade. Freie Mitarbeiter wären gut. Wir könnten ja jetzt die Küche mal ausschalten und hier mal einen reinpacken. Ja, das heißt, der von der Küche sammelt jetzt hier einfach mal oben und mal gucken. Es produziert jetzt nicht ganz so viel. Plus 5 am Tag. Und die Küche? Plus 10. Ja, mal schauen. Ich kann ja hier niemanden mehr reinstecken. Wir haben einfach niemanden. Aber dann können wir mal unsere Fischressource mal ein bisschen... Ach, guck mal, er ist hier wieder ready. Okay, alles klar. Wir können dann auch hier... Pass auf, dann machen wir Folgendes, dann geben wir ihm hier, weil der so weit weg ist, nur noch einen und ihm hier auch einen. Dann kriegen wir aus allen Quellen so ein bisschen was raus. Vielleicht sind die dann nicht leer so schnell. Und wir haben ein schöneres, stetiges Einkommen, auch hier ein nahes Einkommen. Das wäre halt, glaube ich, auch schon wichtig. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, dass wir den Fischern jetzt ein bisschen weniger gehen, aber das, die Ressource ist zu wenig. Das lohnt sich nicht für uns. Mal kurze Frage, wir haben keinen Entwicklungspunkt, aber hier bei Exploration müsste sich doch irgendwo das mit den Dietrichen ergeben, oder? Search and deconstruct wooden objects. Oh, das ist interessant. Radio Tower, Plattform, Pier. Ey, was du alles bauen kannst. Medium Storage. Auch wichtig, aber da brauchen wir dieses Rubble noch. Achso, okay. Ich suche eigentlich gerade eher dieses Lockpicking. Alter, was du hier alles machen kannst! Insektenhotel oder sowas? Insekt hat? Keine Ahnung. Baker? Okay, da können wir Backwaren herstellen. Okay. Industrial Baking, Small Farm, wir können selber anbauen. Eine Mühle können wir machen. Alter. Metallurgie. Uff. Okay, es ist noch viel zu tun. Scavenger Boat.
Ah, okay, da können wir Ruinen plündern. Das ist ja nice, ne? Wir haben eh keinen Forschungspunkt gerade. Das kriegen wir jetzt dann wahrscheinlich durch unser nächstes Bauwerk, unser großes hier. Das hier unten wird ja jetzt gebaut. Hier kommen 50 weitere Mülleinheiten dahin. Es reicht immer noch nicht ganz, um das zu bauen, aber das ist zumindest schon mal ein guter Start in den Tag. Ja, gut. Unsere Beeren sind trotzdem voll. Haben wir hier noch irgendwas nicht erkundet? Ihn hier? Mal, lass mal ihn platt machen. 200 Müll nehmen wir mit. Wer weiß, was es hier gibt, ne? Hier ist auch irgendwas, was wir noch gar nicht entdeckt haben. Kann ich da Leute hinschicken? Nee, ne? Tiefes Wasser. Wir brauchen Boote! Wer hat das vorhin gesagt? War das nicht Markus? Markus hat doch vorhin gesagt, ey, lass mal Boote machen. Verdammt viel Stuff. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir den... vertrau mir. Na, bestimmt. Ich würde mal gerne neue Leute bekommen. Alter, was hier abgeht. Ja, die Karte ist noch ein bisschen größer, habe ich so den Eindruck. Hier, guck mal. Was ist das hier? Parking Lot, okay. Hier, guck, sag mal, die Karte ist auch nur minimal riesig, kann das sein? Ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber das scheint mir ein etwas größeres Platzangebot hier zu sein. Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt, wo uns das hinführt. So, hoffentlich geht jetzt hier mal mülltechnisch was. Telluri! Punkt. Guten Abend. Wochenend-Zwerg, Halb-Zwerg-Type-Zwerg-Type-Zwerg-Type. Teduri, dankeschön für deinen Resub im 20. Monat, ey. Vielen lieben Dank dir. Vielen, vielen lieben Dank für so viel lieben Support heute. Dankeschön, Leute. Das ist saulieb von euch und von Teduri auch ebenfalls. Vielen, vielen Dank dir. Sachen neu zu entdecken. Hier, das können wir renovieren jetzt. Machen wir doch. Komm, wir renovieren die Hütte. Ja, guck mal, jetzt haben wir das Dach abgerissen. Sauerei. Das hätte Cal Scarborough hätte das vorhin auch gemacht. Guck mal jetzt hier. Hier wird aufgebaut ordentlich. Hast du es geschafft reinzuschauen? Ey, Telluri, das ist voll lieb von dir. Dankeschön. Sau lieb. Danke vielmals. Und natürlich, ich hoffe, du hast einen wunderhübschen Abend. Okay. Ja, okay. Also ehemalige Wissenschaftler hätten über den Aufbau unseres wissenschaftlichen Instituts gelacht. Ja. Aber mehr haben wir halt nicht, ne? Hier müssen natürlich Leute rein. Ja, okay, wir müssen Studien hier durchführen. Das heißt, ach, guck mal, hier sind auch zwei Leute immer drin. Reduzieren wir mal ganz kurz um einen jeweils und stecken dann wenigstens mal hier einen rein. Und dann in die Küche nochmal einen. Dann läuft das auf jeden Fall butterweich, ne? Jetzt machen wir hier sogar ein dauerhaftes Plus, aber ein Minus an Trinken, aber nur 5. Das können wir aushalten, eine ganze Weile sogar. Aber dafür laufen jetzt unsere Studien. Monitor 1 soll ich Cyberpunk, auf Monitor 2 läuft dann Stream. Hey, Telluri, das ist doch perfekt so, oder? Ist das nicht wunderhübsch? Approach. Müssen wir da noch eine Fahne setzen? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan.
Ich mache das jetzt nochmal in der Hoffnung, dass das funktioniert. Okay. Haben wir... Ah ja, manche Shelter sind auch nicht voll. Okay. Und hier wohnen jetzt auch 5 Leute drin, im renovierten... Also es schaut genauso schrottig aus wie vorher. Hätten sie das Dach auch drauf lassen können. Okay. Na gut. Okay, wir sollen also Ressourcen produzieren. Das werden wir am nächsten Morgen machen. Es ist jetzt 5 Uhr am Tag 16 unserer Zeitrechnung. Wir werden hier hoffentlich dann... Genau, hier geht jetzt einer aus seinem morgendlichen Ritual, ja, geht er jetzt in seine Forschung rein, ja, und wird er hier mal so ein bisschen forschen. Mal gucken, was die Forschungen bringen. Unsere Forschungshütte ist natürlich auch, sind wir ehrlich, legendär. Also, wer würde da nicht an dieser hoch angesehenen Universität lernen wollen? Großartig. Plus 5 am Tag. Das heißt, in 2 Tagen ist der Quest durch. Okay, hier geht nichts. Das wissen wir auch. Wir könnten auch hier freie Arbeiter rausziehen. Remove Worker. Nehmen wir mal einen, 2 raus. Einer darf hier Beeren sammeln und einer darf hier Wasser sammeln. Verdächtiger Wasserfilter. Ich habe großartige Neuigkeiten. Irgendwas ist, was? Ich habe keine großartigen Neuigkeiten. Irgendwas ist sehr falsch gelaufen. Mit einem unserer Wasserfilter. Das Wasser dort hat einen sehr, sehr starken Gestank entwickelt. Ich denke, wir sollten da ein bisschen genauer hinschauen. Ich würde... ihn aus dem Betrieb nehmen und ich weiß, dass frisches Wasser, ja, okay, es ist super wichtig halt, ne? Und was müssen wir machen? 1, wir sollen da, wir nehmen es aus Betrieb, wir müssen nachher mal ein bisschen investieren. Wir könnten ihn auch komplett stilllegen für 2. Und es stinkt eh alles, also ist doch völlig egal. Ist die 3. Chat, ihr habt die Wahl. 1, 2 oder 3. Was machen wir mit dem Filter? Reparieren, ihn stilllegen oder sagen, es stinkt doch eh alles. Scheißegal. Ihr habt die Wahl. 1, 2 oder 3. Jetzt in den Chat. Damit hier mal ein bisschen Bewegung in unseren wundersamen Chat hier reinkommt. Heute ist ein bisschen ruhig bei euch. Wir können uns das locker leisten, ne? Also muss man dazu sagen. Alle für 1 gerade. Ja gut. Wir reparieren das Ding. Gut. Ah ja, hier ist... Ja, guck hier. Jetzt ist er out of order. Jetzt muss er erst repariert werden. Alles klar. Jemand hat tote Muscheln in den Tank gekippt. Widerlich! Okay. Die besten Überlebenden aller Zeiten, ey. So, was machen wir jetzt? Unsere Studien laufen doch, oder? 27%? Boah, das dauert ja 150 Millionen Jahre, bis da eine Forschung durch ist. Warte kurz, dann nehme ich hier nochmal einen raus. Und stecke hier nochmal einen zweiten rein. Die gehen natürlich jetzt schlafen. Ich beschleunige das Spiel mal ein bisschen. Boah, das geht sauschnell. Holy moly. Das kann man nicht so schnell machen. Weil die Nacht kann man so schön ein bisschen skippen. Und dann verarbeiten die hoffentlich unsere Punkte. 10 am Tag Forschungspunkte kriegen wir. Sehe ich hier oben bei meiner Population, in Einfluss, Forschung, hier. Das steigt jetzt um 10 am Tag an. Okay, alles klar.
Wenn da jetzt zwei drin sind, einer fehlt noch, aber wenn da jetzt zwei drin sind, dann sollte das ein bisschen besser gehen. Jetzt sind beide drin und jetzt legen sie sich alle beide wieder hin. Na gut. Jetzt haben wir die ersten 10 Forschungspunkte gekriegt. Yeah!